Ja, Lars Himmel, technischer Einsatzleiter hier an der Einsatzstelle in Birkenau-Reißen, Abzweig Mörlenbach. Aktuell haben wir hier die Lage, dass wir hier einen Gefahrgut-LKW stehen haben, der von der Zugmaschine runtergerutscht ist. Der Tanklastzug hat 33.000 Liter Flüssigkeit geladen. Die teilen sich auf in 17.000 Liter Benzin und 16.000 Liter Diesel. Zurzeit sind wir mit 9 Feuerwehrfahrzeugen, 2 Rettungsdienstfahrzeugen, den Rettungswagen, den OLA-D, hier im Einsatz. Insgesamt 45 Mann werden hier aktuell beschäftigt. Zurzeit müssen wir warten, bis die Druckluft- und Hydraulikversorgung hergestellt ist. Danach können wir erst an die Pumpversorgung, an das Überpumpen in die Ersatzmaschine übergehen. Einsatzzeit des Gesamteinsatzes beläuft sich ca. auf 5 bis 6 Stunden.